Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village. Wir sind hier in unserem Dörflein. Ohne Huhn. Die gute Frau können wir mal entlassen. Weil ich denke mal, solange die Jäger noch hier sind. Oder nicht genug Jäger da sind, werden immer wieder die Tiere hier reinkommen und sich unser Huhn holen. So, ich hoffe, wir sind jetzt am gleichen Stand wie nach der letzten Folge. Ich habe es nämlich nochmal die letzten paar Minuten wiederholt, also nochmal spielen müssen, weil ich nochmal eine Folge aufgenommen hatte, wo ich dann aber erst beim Rendern gesehen habe, dass die Winterlandschaft leider völlig quasi als Negativbild aufgenommen wurde. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich habe es dann nochmal am Aufnahmeprogramm OBS einiges geändert. Ich hoffe, es wird damit jetzt auch automatisch dann besser. Und musste deswegen aber halt das Autosave knapp 5 oder 10 Minuten von der letzten Aufnahme nochmal nachspielen. Zuge dessen habe ich dann auch gleich mal sehen können, welches Tier denn da so frech war, unser Huhn zu mopsen. Es war ein Fuchs. Und ja, jetzt haben wir Glück. Ein Baby wurde geboren. Das heißt, wir sind eine mehr. Wir sind 11. Jetzt schauen wir mal, wo ist es denn? Die Lea hat ein Kind gekriegt. Schön. Und sie ist Baumeisterin. Sie zimmert hier jetzt gerade unseren unser Forsthaus. Ich glaube, in der letzten Folge war es sogar eigentlich schon fertig gewesen. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ich musste nochmal nachspielen, ein paar Minuten. Deswegen kann es sein, dass es da leichte Differenzen gibt. Im Großen und Ganzen ist es aber, bin ich, denke ich, an dem Zeitpunkt angekommen, wo das letzte Let's Play geendet hat. Ja, unsere Kartoffeln. Er muss jetzt die Ernte hier bald noch einbringen. Wobei, es sind jetzt 6 Grad. Ich lasse ihn das lieber mal ernten. Sofort sammeln, ja. Ach so, und ich sollte die Pause rausmachen. Genau, dann tut sich nämlich auch was. So. Weil sonst denke ich nicht, dass er das geerntet kriegt, bis das die Temperatur auf unter 0 Grad fällt. Und ab dem Moment, wo wir Frost haben, ist die Ernte weg. So. Können wir hier noch Heu sammeln? Nee. Leider nicht. So. Oh, der Baum ist an Altersschwäche gestorben. Oder wurde er gefällt? Ich kann es nicht sagen. Brauchen auf jeden Fall ordentlich Holz, dass wir genug Brennholz machen können. Damit wir hier gut durch den Winter kommen.
Mal gucken, wie viele Arbeiter haben wir jetzt eigentlich. Einer ist noch frei. Dann würde ich sagen, den setzen wir hier als Fischer ein. Dass wir da auch genug haben. Ach, ich hole Nuss. Wir brauchen ja den Förster. Tut mir leid, du musst kurzfristig umschulen. Es hat jetzt auch wieder übrigens ein kleines Update vom Spiel gegeben. Sind wohl ein paar Stabilitätsgeschichten gewesen, die sie gefixt haben. Wo das wohl sonst ganz gerne mal abgestürzt ist. Ich hatte das Problem zum Glück bislang noch nicht. Wie gesagt, nur beim Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser nach der Umstellung. Aber das dürften wir dann sehen, sobald der erste Schnee hier kommt. Ab da ging das Drama dann nämlich los. Offenbar schaltet dann irgendwas im Spiel um, mit dem OBS ein großes Problem hatte. Ah, der läuft mit seinem Holzklotz mal einfach durch die Kartoffeln und durch den Hafer. Kann man ja mal machen. 2 Grad. Ja, ich glaube nämlich nicht, dass er das jetzt überhaupt noch geerntet kriegt. Das dürfte dann nachher... Aber wenn man so dicht reinfährt, kann es aber auch an der Beleuchtung liegen, dass das jetzt ein bisschen trocken aussieht. Oder es hängt wirklich mit der Jahreszeit zusammen. Oh, nur noch 1 Grad. Ich glaube, wir verlieren einen Großteil der Haferernte. Aber das Säen hat uns ja nichts gekostet, von daher. Finde ich es okay. Was transportierst du denn? Ah, Fleisch, okay. Ein Grad noch. Gleich macht es wahrscheinlich Buff und es ist weg. Null Grad. Oh oh. Ich sehe schwarz für unseren Hafer. Diese macht einen Strauch Kartoffeln raus und geht dann wieder. Was ist denn das bitte für eine Arbeitsmoral? Ah, minus 1 Grad und weg ist es. Wie ich es gesagt habe. Da schwebt ein Ast durchs Bild. So, Baumeister brauchen wir ja nicht mehr. Können wir dann eigentlich zum Holzhauer umfunktionieren. Also hier zum... Die Hütte, die keine ist. Ich habe übrigens im Moment, wie ihr seht, das gerade alles auf Stufe 2, also Geschwindigkeit 2 laufen. Ich kann nochmal wieder auf 1 zurück. Dann bewegen sie sich in realem Tempo. Und ich denke mal, zum Frühling hin können wir dann noch eine Sammlerhütte bauen, damit wir auch Material, also Kräuter und so Sachen sammeln können. 2 von 3, 2 von 3, 2 von 3, 2 von 3, 2 von 3. 1 von 3.
Also ein bisschen Wohnraum haben wir noch. Aber ich glaube, wir können bald mal ein Haus oder sowas noch bauen. Gerade mal ein Schlückchen trinken müssen. Vereinzelte Bäume fällen, die groß und trocken sind. Oh, 26 Holz gibt der. Oh, sowas hier zum Beispiel. 56 Holz. Ich glaube, wir müssen das echt gezielter machen, dass die Kleinen nämlich groß werden können. Unsere Bauern haben ja jetzt eh nicht groß was zu tun. Die können dann Bäume fällen. Vorzugsweise natürlich so die großen. Damit da auch genug Holz da ist für unsere Holzfällerdame, die Lea, 6 Jahre alt, schon ein Kind geboren. Die sind wie gesagt hier sehr frühreif im Ort, unsere Wimborner. Ein Wolf weniger. Und er hat 2x Fell. Gibt Wolf kein Fleisch? Wir haben noch 3 Jugendliche. Ich hoffe doch, dass wir bei Zeiten... dass die älter werden, dass wir noch wieder Arbeiter kriegen. Aber ich hoffe mal, dass wir mit dem Fisch, den Eiern und den Kartoffeln, dass wir da doch so weit über den Winter kommen. Der ja dann doch jetzt bald einsetzen wird. Für 6 sieht sie wirklich sehr erwachsen aus. Wie gesagt, sie hat schon ein Kind geboren. Sabil, 21. Akia. Ach, sie ist Jägerin, okay. Aber sie hat einen stolzen Gang. Eine stolze Frau. Aber einen sehr ernsten Blick. Oh, ein Fuchs. Das ist bestimmt der, der unser Huhn auf dem Gewissen hat. Das hat er davon. Was hat er denn ergeben? Ein Fell. Felle haben wir genug. Oder Leder ist das dann ja. Vielleicht brauchen wir noch eine Näherei. Das könnten wir eigentlich bauen. Das muss ich gerade mal schauen. Wie sieht denn das damit aus?
Sammlerhütte, die brauchen wir natürlich auch noch. Jetzt brauchen wir da 50 Holz, 20 Steine und 10 Heu. Windmühle. Aber die braucht richtig viel Holz und Steine. Da müssen wir noch ordentlich ackern. Bäckerei, ebenso. Das ist Ressourcensammeln. Da haben wir eine Näherei. Schneiderei. Schmiede, Lehmmine. Schmiede braucht man natürlich auch bald. Schneiderei. 150 Holz, 80 Steine. Ich glaube, da müssen wir erst noch mal ordentlich sammeln. Haben wir überhaupt so viel? Steine. Das war ich jetzt gerade bei Nacht nicht die ideale Zeit. Der gibt 2. Das ist kein Stein. Der gibt 8. Der gibt 2. Der gibt auch 2. Oh, der gibt 10. Das ist gut. Zwei. Auch 2. Oh, ein Bär. Der muss aufpassen, dass er nicht auf dem Teller landet. Nö, offensichtlich nicht. Zumindest keiner, den wir sammeln könnten. Das ist nochmal ein großer. So, damit haben die schon mal ein bisschen was zu tun. Oh, der erste Schnee. Es schneit. Upsa. Gut, dass wir Brennholz haben. Und auch jemanden, der es macht. Nahrungsreserven sind niedrig. Und das sehe ich jetzt aber nicht so. Wir haben 144 Gemüse. Ja, Hafer haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge, mit dem keiner was anfangen kann. Eventuell sollten wir mal das Feld dann umswitchen auf. Probieren wir mal Weizen. Schade, Kürbis, Mais, Kohl kann ich noch nicht. Was mache ich mit Flachs? Wähle das Rezept. Probieren wir in der nächsten Saison mal Weizen. Weil den kann ich ja dann wahrscheinlich zu Mehl verarbeiten. Wenn ich eine Mühle habe. Aber erstmal geht es wirklich darum, dass unsere Jungs und Mädels hier den Winter überstehen. Das wird, denke ich, eine harte Zeit.
ganzen Bäume total braun geworden. Wir können mal einen kleinen Flug über die Insel machen. Das ist eine richtig schöne Herbstlandschaft. Hoppala. Boah. So. Kleiner Fliegercrash. Nahrungsreserven sind niedrig. Sehe ich immer noch nicht. Haben wir eigentlich um 3 Eier. Okay, das sind nicht ganz viele. Aber 144 Kartoffeln und vor allen Dingen 849 Fisch, 4-mal Fleisch. Ich denke, da kommen wir mit über die Runden. Ich mach mal die Minikarte hier weg. Weil bis jetzt gibt es ja eh noch nicht ganz viel zu sehen, außer das Dorf hier. Wir haben noch immer 7 Erwachsene. Es wäre schön, wenn einer mal altern würde. Damit wir endlich nochmal wieder eine Arbeitskraft mehr haben. Und vor allen Dingen, je mehr Erwachsene wir haben, desto mehr Chancen auf Babys gibt es natürlich auch. Ich würde sagen, mit diesem schönen Bild beenden wir die Folge. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, um zu sehen, wie es mit unseren Einwohnern aus Wimborn weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.